So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht auch richtig. Und ja, ich bin komplett verwirrt. Ein Snurftrupler auf das Lego Star Wars Comic Nummer 15. So, ich war gerade bei Edeka und da steckten zwei von diesen Comics drin. So, jetzt bin ich aus dem Geschäft mit den Comics von Star Wars jetzt raus, die Nummer 15. Wie alt ist sie? Oder ist sie vielleicht in Thüringen, Sachsen, Bayern schon draußen gewesen? Vor ein paar Monaten und jetzt bei uns in Nordrhein-Westfalen. Und jetzt habe ich sie in Dortmund entdeckt, bei Edeka. Ja, ihr hört richtig, da steckten zwei Stück von dieser Lego Star Wars Comics Nummer 15 drin herum. Für 5 Euro. Und die Figur, die ist relativ cool. Aber sie ist schon ein paar Jahre alt. Die ist wirklich schon, ich glaube, das erste Mal auf dem Magazin vor 2,5 Jahren mindestens. Über 2 Jahre auf jeden Fall. Deswegen, kennt ihr das Magazin? Habt ihr euch das vielleicht geholt? Wann habt ihr euch das geholt? Wo habt ihr es gesehen? Wie alt ist das? Ich bin jetzt komplett verwirrt. Aber ich dachte, ich mache es trotzdem ein Unboxing. Vielleicht ist es ja was für den einen oder anderen, für dich. Aber die Figur ist wirklich cool, auch wenn sie so alt ist. Alte Figuren drauf immer gut. Steigert den Wert schneller. Das dazu. Aber nichtsdestotrotz, ich werde natürlich irgendetwas von Lego Star Wars unter das Video verlinken. Sicher, bequem und günstig auf jeden Fall. Und wenn ihr den Link benutzt, danke. Dafür, damit unterstützt ihr meinen Kanal. Jetzt blättern wir natürlich auch in das Comic drin herum. Wie gesagt, komplett verplext, als ich das vorhin gesehen habe bei Edeka. Da hatte ich ja gerade das neue Marvel geholt und dann steckten davon zwei Stück drin. Haben die das aus dem Keller gekramt oder ist das jetzt wirklich wieder irgendwo vor einer längeren Zeit erschienen und jetzt werden sie wieder verteilt? Deswegen schreibt mir das in die Kommentare, du oder du, wo, wann ihr das gesehen habt oder habt ihr es schon etwas länger? Eine coole alte Geschichte. Luke und Kekse, ja. Ha? Haben wir hier ein Poster. Ja, und, ja, Taverne. Schön gezeichnet auf jeden Fall. Schön viele verschiedene Charaktere dabei, ihr seht es. Ja, das Kleine und davon das Große kam ja jetzt erstmal brandneu raus. Seite 33, Comic zu Ende, dann Schluss. Steht auch ewig keine Werbung, wann das nächste rauskommt oder so. Deswegen schreibt es mir in die Kommentare, ob das ein älteres ist, ob das jetzt bei den ein oder anderen erscheint. Ich verlinke euch irgendwas von Lego Star Wars. Passt. Ich werde das natürlich jetzt eingepackt lassen. Warum? Ich habe es bei mir in Regal ausgepackt von jedem ein. Und das ist dieser, der da vorausgekommen ist. Das war ja der mit nicht bedruckte Beine und einem grauen dicken Gürtel und der hatte auf der rechten Seite nicht zwei, sondern 5 Knöpfe, sag ich mal. Das ist dieser hier, der auf dieses Lego Star Wars Comic Nummer 15 ist. Und da möchte ich echt wissen, hat das Edeka aus dem Keller gegraben und wollen es loswerden oder ist es jetzt irgendwo überall erschienen? Ist trotzdem eine coole alte Figur, wie ich finde. Aber ich habe sie noch jetzt eingepackt von dieses Lego Star Wars Comic. Ich verlinke euch irgendwas. Danke dafür. Jetzt sofort eure Meinung dazu und wo ihr es gesehen habt. Und das Allerwichtigste ist, bleibt gesund, ihr und eure Familien. Und dann wie immer, bis demnächst. Guckt hin und schaut zu.